Servus und ein herzliches Hollerö. Jo, der 31. Part und ich habe jetzt nochmal in den Spieleberater geschaut, weil ich war mir ziemlich sicher, dass in der Kanalisation, in der wir uns aufhielten, eine Rüstung und eine Waffe versteckt ist. Und falls ihr euch erinnert, wir fanden ja letztes Mal ein paar Truhen, wo es geheißen hat, wir können das nicht tragen. Und genau da war die Waffe und die Rüstung drinnen. Und deswegen müssen wir uns hier jetzt mal ein bisschen erleichtern. Und ich schmeiße jetzt mal hier ein paar Rüstungen einfach weg. Und ein paar Waffen natürlich, weil auch wenn wir hier noch Platz haben, ach, den kann ich nicht wegwerfen, okay. Auch wenn wir hier noch Platz haben, irgendwie haben wir anscheinend das Limit überschritten. Jetzt muss ich bloß gucken, was ich hier wegschmeißen kann und wie viel. So, die Waldweste brauchen wir nicht. Das muss weg. Was haben wir denn hier? Das Kettenhemd brauchen wir auch nicht. Ich glaube, das sollte reichen. Jetzt gehen wir mal zu den Waffen rein und schmeißen da ein bisschen was weg. So, was machen wir denn hier weg? Den Planetenbrecher. Yo, wollen wir nicht mehr. Dann einen Drachenspeer brauchen wir auch nicht mehr. Nixenlanze, weg mit dem Plunder. Und den Silberspeer auch weg. So. Ich möchte bloß wissen, was wir hier für einen Effekt hatten. Ach ja, die Abwehr. So. Die Shogun-Rüstung. Was war denn nochmal ein Shogun? Ich glaube, das ist doch so ein Adliger im ehrwürdigen Japan gewesen, oder? Jo, und die Rüstung ist sogar besser. Legen wir gleich an. Shogun, was war denn ein Shogun? Ich habe mal Ding gespielt. Wie heißt das Spiel? Ghost of Tsushima. Und ich glaube, da kam auch ständig der Shogun. Und den Stein lasse ich immer noch für den Robby liegen. So, und da oben müsste dann die Lanze sein. Naginata. So, was haben wir denn da? Wow, 10 Stärkepunkte drüber. Ja, die hätten wir vorher gebraucht, ja, oder eigentlich auch nicht. So, wir waren hier ja fertig. Jetzt begeben wir uns zum Südpol und werden eine wirklich, wirklich wichtige Stelle in der Story... Oh, wir sind vergiftet. Oder unter einem Bann. Ich glaube, jetzt brauchen wir das Weihwasser. Eine wirklich wichtige Stelle in diesem Spiel erleben. Jo, Weihwasser wirkt. Aber bevor wir das alles auch machen, werde ich noch einen Shop aufsuchen, damit wir uns knollentechnisch aufwerten können. Level 28 erreicht. Stärke steigt, KP um 14, Stärke um 2, Abwehr um 3 und Glück um 3. Hey, und mir fällt gerade auf, unsere Lebensleiste hat sich reduziert. Was soll denn die Kacke jetzt? Habe ich irgendwas dran, was einen Effekt hat? Hä, wir hatten doch mindestens KP 322. Oder ist es jetzt die Nachwirkungen von dem Fluch?
Das wäre jetzt wirklich kacke. Ja, vielleicht kommen die KP auch wieder. Ha. Seltsam. Naja, so verlassen wir die traurige Einöde. Wir segeln jetzt erstmal nach Yamai. Und gehen mal ein bisschen einkaufen. Ach nee, zum Orakel wollte ich ja nicht. In einem vergessenen Land wird dir dein anderes Ich begegnen. Danke für den Spoiler. Ach nee, der Händler, glaube ich, war oberhalb des Magiers. Aber wir könnten mal schauen, ob der ein paar Atomringe hat. Schaden kann es ja nicht. Blitze. Schüchtert Gegner ein. Erdbeben. Sonne. Lichtkugelbeschwörung. Verursacht großen Schaden. Jo, da kaufen wir jetzt mal ein paar. Ne, davon nicht. So viel wir tragen können. Wer weiß, für was es gut ist. Was ist das nochmal? Schüchtert Gegner ein? Nö. Erdbeben auch, nö. Kraft der Sonne, komm, dann nehmen wir auch nochmal ein paar. Wenn das schon drei Kristalle braucht, why not? So, jetzt haben wir alle Kristalle aufgebraucht. Yo, der Laden. Schauen wir uns doch mal in Ruhe um und wir kaufen 7 Knollen. Ja, mehr hast du auch nicht, was für uns interessant ist. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal hier schnell unseren Fortschritt speichern im Hotel. So, dann auf zum Südpol. Nein, aber nicht so. Ich höre gerade, bei uns scheppert's wie Sau draußen. Ein übelstes Gewitter hier. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Auf jeden Fall, in dem Bereich, den wir jetzt eindringen, haben wir eventuell das gleiche Problem wie in Luran. Ja, mit diesem Sandsturm. Das heißt, dass die Capture Card wieder spinnen könnte. Ich werde jetzt einfach in dem Teil so wenig wie möglich reden. Natürlich Textboxen werde ich komplett lesen. Ich habe jetzt auch diesmal extra eine separate Tonspur angefertigt. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn wieder die Bildqualität so ruckelt. Ich kann das Problem einfach nicht fixen. Ja, wenn ich bloß noch da runterkommen würde. Hä, wo muss ich denn da rein? Ah. Nie hätte ich gedacht, dass es am Südpol so düstere Orte gibt. Seltsam. Das sind Grabsteine. Und das hier am Ende der Welt? Jo, da sind jetzt die Totenschädel. Und ich muss jetzt hier die Mondsteine, die wir gesammelt haben, anbringen. Schauen wir nochmal nach, dass wir auch alle haben. 5 Mondsteine. Das wählen wir an.
Remo hält den Mondstein hoch. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Remo. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davon getragen. Viele Wunderknollen hast du verputzt. Doch der Tod besiegt dich nie. Weißt du warum? Weil du der legendäre Held bist. Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Ich bin wie du. Nur, dass du vom Bösen geschaffen wurdest. Und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr Berugas hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nicht geben darf. Ich werde dich nun vernichten, doch du wirst wiedergeboren werden. Das zähle ich jetzt nicht in mein No-Death-Run mit rein, ja? Das muss so sein. Kapitel 4. Wege des Schicksals. Jo, wir sind im letzten Kapitel angekommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so manch einer oder ein anderer Prophet in die Kommentare schreiben wird, No Death Run vorbei. Gaggle? Giggle Gaggle? Oh. Du bist aufgewacht. Was hast du denn? Seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du noch nie so laut geschrien. Macht dir irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen, Remu. Sicher hast du Hunger. Ich hole meine Brust, ich hole dir etwas. Ja, wie kam jetzt Melina dazu, uns aufzuziehen? Oho. Melina, töte ihn. Ich befehle es. Deshalb sandte man dich aus, Krüster in die Oberwelt. Tu es. Nun. Da das Baby wehrlos ist, zögere nicht. Oh oh. Nanu? Was ist passiert? Ein Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Remo? Remo! Wo steckst du? Melina, worauf wartest du? Töte das Baby endlich!
Vergib mir. Bist du in Ordnung? Oha. Wer bist du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Vermaledeit! Was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen! Was? Remu, wach auf. Ich bin es. Lord Kumari. Hey, Bro. Hörst du mich? Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Hör mir gut zu. Ich bin Ra. Kannst du mich hören? Remu? Ra war der in Lumina, ne? Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Also der Baum in Lumina, ne? Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht. Die Tiere änderten sich nicht. Jedoch die Menschen umso mehr. Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Ich bin Dumba. Der Himmel weint. Bittere Tränen. Wir wollen doch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Hast du all ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Boah, wenn diese Textbox endlich mal schneller gehen würde. Remu! Erhöre uns! Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Oh nein, er ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise aus Krysta befehligte mich. Töte Remu, wenn er Beruga wiederbelebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Remu. Wenn ich dich vernichte, kann uns nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also, Melina, töte ihn. Remu wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Braves Mädchen. Das ist ja nicht mal ein Feigling hier. Lass uns diesen Ort verlassen. Remu, endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wiedertreffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Remu.
Du nutzloses Ding! Genug! Ich werde ihn töten! Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange mein Gefährte. Remo, du verstehst wohl immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, Remo. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Fluffy löst ein Erdbeben aus. Remo ist bewegungsunfähig. Dies ist dein Ende. Halte ein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Remo rettet die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was tust du? Halt! Ich werde dich immer lieben. Leb wohl, Remo. Melina! Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte, Remo. Keine Angst, wir haben immerhin noch uns. Doch werde ich dir jemals die andere Melina ersetzen können? Remo, wen liebe ich? Unterwelt-Melina oder Oberwelt-Melina? Ja, wen lieben wir? Oberwelt-Melina, die so gut wie nicht mit uns spricht, einen König ermordet hat und uns immer wieder in Gefahren gebracht hat. Unterwelt-Melina, die uns einen Schutzpanzer nähte, uns immer hinterher heulte. Schwierige Frage. Für mich aber ganz klar die einzig richtige Antwort, die Unterwelt-Melina, weil es sich einfach richtig anfühlt. Lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krysta. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch immer in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbo sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Waffe. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbo gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffe mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Remo. Na denn? Heureka! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß, dass du der wahre Held bist. Remo, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein,
Das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plaudereien. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruka besiegen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Remo erhält die Terra-Lanze. Und das ist die ultimative Waffe in diesem Spiel. Remo erhält den Enigma-Panzer. Versteht ihr? Terra Enigma. Und das ist auch die ultimative Rüstung hier. Jo. Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Okay, wir haben ein bisschen was zu klären. Jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Speicherpunkt. Ja, das Ganze mit der Truhe, Storkholm und den Bewohnern hier. Ich versuche das jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen. Vieh, Pieps. Schön zusammengefasst, hä? Nee, Moment, wir machen erst den Dialog und dann fasse ich das zusammen. Huch, dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Remo liest den Brief. Ich bin Mario und schreibe aus Sibirien. Remo, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Ja, lange vor dir, ich wusste auch, wo Luran ist. Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruka das Handwerk legen. Oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruka zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fida, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Mailin. Remo, wenn du diese Zeilen liest, dann eile zu uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Mayo. Gut. Ich muss jetzt nicht ernsthaft den Nordwesterwald durchlaufen. Oh Gott. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Exposition der Truhe und der Lanze und den ganzen Mysterium Storkholm in der nächsten Folge, weil wir ja eh durch den Nordfesterwald laufen müssen und dann habe ich gut Zeit zum Reden. Und dann würde ich sagen, danke mal wieder fürs Vorbeischauen, hollerö und bis morgen. Servus.